So, einen wunderschönen guten Tag zurück zu Let's Play von Euro Truck Simulator 2. Ich könnte mich heute ein bisschen müde anhören, aber ist egal. Gerade zu Beginn, als wir die Folge, als ich mal kurz an die Soundentscheidung gehen wollte, habe ich Post bekommen von der Bank. Okay. Örtliche Filiale. Können einen Kredit von 10.000 bis 100.000 Euro aufnehmen. Ja, gut, das kann man dann im nächsten Part machen. Wir fahren heute was fahren wir denn überhaupt? Zucker 23 Tonnen nach Praha, das wollen wir auch schon lange nicht mehr. Und ja, ich werde mal schauen, ich starte wieder in Leipzig heute. Sorry, wenn ich mich so ein bisschen verpennt anhöre, aber ich bin heute irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so ein Tag, wo man so ein lustloses Gefühl hat. Aber hallo, ich habe hier YouTube-Channel, ich muss mal Videos machen. Und versuche das Beste rauszuholen. Au! Hui. Ja, da passt jetzt noch ein halber Mensch dazwischen. Scheiße. Naja. Du darfst fahren, ich blink nach links, falls du look at my Blinker, ja. Na egal. Ich habe übrigens wieder Mods drin. Und zwar die Logistik-Trailer-Mods wir bekommen. Ich glaube, das wird bestimmt das, denke ich mal, wenn wir unseren privaten Truck dann haben, das einsetzen, dass wir ich habe Jumbo-Trailer eingesetzt. Ihr seht es, glaube ich, auch hier gerade. Ich habe eine Realistic Fahrphysik eingebaut. Das merkt man schon, wie der LKW da geht. Der ist nicht so steif beim Bremsen, der geht richtig mit seiner Hydraulik runter. Was ich auch mal runtergeladen habe, oder mit einem Kollegen Kopierung, also mit Sticker LP runtergeladen habe. Schon wieder. Ist ein übertriebener Mod, sag ich jetzt mal, und zwar für alle LKWs 2000 PS Motoren. Das ist ein bisschen übertrieben. Gut, wir haben Post schon wieder. FCP Leipzig sucht selbstständige Fahrer. Für eine große Zahl der Lieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Fahrtarten bis zu 6.000 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich später unsere Balladerstation in Leipzig. Na klar, wir fahren da eigentlich besser noch die Tour jetzt zu Ende. Und dann, ich weiß nicht, wie lange die Folge geht, aber gucken. Ich habe angefangen, 5 vor halb 8 ist bei mir gerade abends. Ja, müsste eigentlich passen. Upsala, ich bin froh, dass ich hier nicht lang fahren muss gerade. Hier staut sich etwas an. 50! Da schleiche ich doch mehr auf die Straße, als wie ich fahre. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt irgendwann so ein neuer Hänger auftaucht. Ich habe letztens übrigens, wo ich die Motorrad lade auf der Seite, war ich drauf gewesen, da war ein alter, was war das? Für eine Karre, ein alter, was war denn das gewesen, ey? Alter mit Bici oder so, keine Ahnung, als LKW. Also Lifting Truck, kann man die Lifting Truck nennen? Die sich quasi so Höhen verstellen hinten bei der Ladefläche. Den habe ich gefunden, aber der ist leider nicht für meine Version gedacht. Der ist für Version 1.9.
Und die gibt's auch schon, die habe ich auch schon mal gefunden gehabt, aber ich habe jetzt 1.14.2. Dann habe ich übrigens letztes Mal versucht, den ETS Truxel Map runterzuladen. Für, da stand dran, arbeitet ab Version 1.11. Ich habe da 1.14, also. Aber die hat es ein bisschen geladen. Und das war's dann aber auch schon wieder. Frag mich warum. Also es geht. Also der halbe Lade. Wow. Der halbe Ladebildschirm kommt. Clever, Dankeschön. Und dann einfach nur noch eine Meldung. Steam funktioniert nicht mehr, weil die Spiel läuft ja über Steam. Da kannst du nichts machen. Das ist ein neuer. Ja, das ist so der Hack-Cool oder wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung, von den vorherigen Folgen der LKW. Ein bisschen was über 200 Kilometer müssen wir noch fahren, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Von der wieder Herr Kühl, Herr Kuhl, Herr Karl, wie immer man das ausspricht. Ich weiß es nicht. Hier von uns wird das Überholverbot abgeholt. Ich hab. Ah. Ja, ich folge einfach mal dem. Kaffee. Wow. Mamma mia. Nee, das kann ja nicht wahr sein. Wow. Erst überholen und dann stehen bleiben. Aber wer ist schon so dumm und überholt mitten auf dem Berg? Abgesehen von mir jetzt. Ich hätte es locker geschafft, wenn der nicht angehalten wäre. Oder beziehungsweise wenn der PKW nicht mal überholt hätte. Ach nee. Von der DB Schenker. Why not? Das kann doch so eine behinderte Kurve hier. Jetzt muss ich wieder hinter diesen Leuten herfahren, ich gehe kaputt. Es könnte sein, dass ich übrigens demnächst noch mit einem Wintermod ankomme. Mann. Ich habe schon ein paar Wintermods gefunden, oder mein Kumpel hat ein paar gefunden. Und es soll relativ real sein. Der ist sogar direkt für meine Version. Zahlen genau auf meine Version gesetzt. Also ich kann da nicht meckern, ne? Oh bitte, EDB, das ist immer wie auf dem Gleis hier mit dem LKW hier vor mir. Ich kann aber nicht überholen, ich sehe nichts. Vor allem irgendwie geben die Leute mir immer nur LKWs mit einem mit halbem Tank, oder? Kann das sein? Ja, Mobility Network, so logistik, Alter, ihr seid eine riesengroße Firma, ne, fahrt doch mal ein bisschen schneller, ihr habt doch ein paar Liefertermine, oder nicht Menschenskinder. Alter Schwede. Komm hier, ich fahr europäische Güter. Wenn man das so übersetzen darf. Schneller als dieses komische DB-Fahrzeug da, aber jetzt muss ich wieder in der Spur einfügen, weil. Oh, Alter, bremst du nicht ab!
Bist du Horte? Was bremst du ab? Hallo, freie Fahrt, hallo, keine Kurve, keine Abzweigung, nichts, gib Gas. Oh. Reisebus ist nicht viel anders, ey. Ich war genauso beschissen. Oh, Alter. Da frage ich mich aber wirklich manchmal, wieso halten die mitten auf der Straße an, obwohl ich geradeaus fahren kann. Hä? Ich verstehe es nicht. Naja. Ja, nächsten Part. Übrigens nehmen wir dann diese 100.000 Euro Kredit auf, damit wir unseren LKW kaufen können. Dann sollten wir ja schon was mit... Was kann ich, wie viel Kilometer mal bekommen? Muss ich gleich nochmal nachgucken, wenn ich in der Kurve bin. Wir kriegen dafür 3.000, das ist mal 9.000 noch was. Oder? Ja, 9 bis 10.000. Was haben wir denn? Und... Haben wir uns einen neuen LKW. Also eigene LKW, sag ich jetzt mal. Weil ich langsam mal mein eigener Fahrer sein möchte. Weil bei diesem Drecks... Fuck. Bei diesem... Nee, nicht Drecks, fuck. Fuckmarkt, sondern bei diesem Drecks Frachtmarkt findet man ja nicht ordentliches beim schnellen Auftrag. Was ist das für ein Hänger, Digga? Was war denn das gerade für ein Hänger? Den kenne ich noch gar nicht. Boah, man merkt, ey. Ich muss sagen, man merkt die 200, die 2000 PS, die merkt man richtig gut. Unfall. Oh ja, ist ja nicht. 107 Kilometer noch vor uns, ey. Oh. Man merkt schon, dass ich habe so eine Realistik Fahrphysik Mod drin und man merkt schon, der kippt weniger. Da geht zwar durch die Federung oder Luftfederung im LKW, geht er zwar ein bisschen nach rechts runter, neigt sich rechts runter, aber ja. Ja, klasse. Ach, ich muss sowieso auf der Straße bleiben. Aha. Ich muss nämlich geradeaus. Kann sie nicht dort verwirrte Beschenker? Wo sind diese Multi-Trailer hier? Die wollen wir nicht, oder wie? Es gibt ja wieder diese geniale Kurve hier. Wow. Wow, wow, wow. Der Hubel ist aber ganz schön, Alter Schwede. Der ist gerade schön gehubelt, ey, in der Kurve. Jo, eigentlich müsste diese Regenwolke da nichts bringen. Ich habe ja Regenwahrscheinlichkeit auf 0 gestellt. Dürfte eigentlich nichts runterbringen im Regen. Aber gucken, was noch so passiert. Ja, ich müsste vielleicht mal ein bisschen bremsen, ne? So bis 80. Hier ist 80 erlaubt. Da darf man nicht so schnell fahren. Nach wohin müssen wir? Nach Prag. Zu wem war das jetzt nochmal? Zu Trento, ne? Ja, aua. Ja, was ist denn los jetzt hier? Hallo, wow. Oh, ey.
Mensch, was haltet denn hier hoch an? Gar kein Grund dafür. Das war ein bisschen sehr knapp an diesen komischen Leitpfosten da vorbei. Ich muss unbedingt nachher mal ganz kurz gucken, wenn ich mein, also mein eigener LKW, den kann ich auch gerne holen, wenn ich das nicht aufnehme. Aber das muss ich noch gucken, weil ich mal schauen will, wo man diese 2000 PS Motor herkriegen soll, ob man den integriert hat gleich oder was weiß ich, ob man den kaufen muss. Ist ja eigentlich nur, wenn man sagt, ach Quatsch, was laber ich, ey. Der Mod, das ist doch bis von Mercedes-Benz gedacht. Naja, weil ich hab das für mich nämlich gerade einmal runtergeladen haben muss für alle Trucks. Aber Mac meinte, dass er nur für Mercedes-Benz braucht. Aber dadurch, dass ich jeden Truck hier durcheinander fahre, da bringt mir der so Mercedes-Benz-Motor auch nicht viel. Jetzt weiß ich, wenn ich Scania fahre oder Volvo. 2000 PS Motor? Da müsste der doch eigentlich schon über die Autobahn heizen können. Beziehungsweise, da müsste auch schneller sein als die P... was? Keine Ahnung. Das heißt aber dann auch ziemlich viel aufpassen in der Kurve. Aber na gut, das gehört dazu. So, wir haben dieses, wir haben Prag erreicht zum zweiten Mal, glaube ich. Das könnte wirklich sein. Das könnte sein. Das zweite Mal, bei erster Offenheit kommt er ja nicht. Der fährt da lang und die fährt geradeaus. So, also wir sind gleich bei 3 Uhr angekommen. Oh, ey, klar, wird rot. Meine Güte. Ich sehe schon ein Hotel. Na komm, wird grün. Birches kam gerade angefahren. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob das eine schwedische Spedition ist. Es klingt zumindest vom Namen her. Ey, ihr werdet jetzt bloß nicht... Ich bin gerade aber bloß nicht rot. Bisschen zu spät angefahren. Na gut. Ich parke heute mal nicht selber ein. Ich drücke mal auf Eingabe. Ich habe jetzt keine Nerven mehr zwei Parken, ey. Ist mir gerade zu viel Konzentration. Sorry, ich hab gerade gestreckt. Schöne Ampel hier. Ich denke mal, wir werden dann als Privattruck den Mercedes-Benz fahren. Oder je nachdem, was mich schon für alles für LKW-Händler frei haben.
Was schaffen? Komm, fuck auf jetzt hier. So. Buscher freigeschaltet. Das sind immer Mods, immer Freunde hier. Das werden wir verstehen. Na gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.